Okay, wir brauchen. Ich muss mal ein paar Aufträge machen. Ich glaube, wir haben ein gutes Team. Wir können ganz schnell mal ein paar Kurzaufträge machen, die uns ein bisschen Geld bringen noch. So viel Geld. Oh, Brothers in Arms hat also 200.000 Gewinn gemacht. Ja, Zeit zum Expandieren. Ich finde auch, dass wir so langsam darüber nachdenken könnten. Wir gehen großer Messestand, Spiel wählen. Let's go. Und wir müssen auch mal in unsere Engine reingucken gleich. Warte mal. Engines entwickeln. Haben wir in der Forschung was dazu? Nee. Updates, nee, Engine. Fünfzig Wochen, wir können eigentlich noch einen Racer rausbringen, oder? Ich gucke mal nach einem neuen. Ne, gibt's nichts, alles up to date. Es gibt neue Plattformen, die sind aber alle meh. Also die sind alle nicht so relevant. Ich kaufe erstmal das hier. Und jetzt arbeiten wir uns hier weiter hoch. Oh, man kann hier sogar ein Spiel machen. Thunderstorm 2. Oh, da muss ich einen Developer. Ach so, weil ich das nicht habe. Das hier können wir machen. Okay. Das hier steht schon fest. Muss man das alles so übernehmen? Ja. Ach so, du musst dann aber selber entscheiden, was es ist. Vergütung 97.000. Ja, das ist jetzt aber nicht so geil, ehrlich gesagt. Hier nochmal kurz Auftrag rein. Der Grund, warum ich das forsche, ist nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich aus Versehen mal damit angefangen habe und das schon bezahlt habe. Ja, lass uns Wizard Mystery machen, Digga. So. Was ist denn das? Ein Adventure? Haben wir denn Adventure? Ja, hier. Oh Gott, ich muss. Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Engine updaten. Meine Adventure Engine. Update. Adventure. Da kann man ja ganz neue Sachen machen jetzt hier.
Das ist schon richtig. Die müssen wir updaten, bevor wir das machen. Lass uns mal eine Demo veröffentlichen von dem Kartracer-Ding. Okay. Jetzt Auftragsarbeit, Auftragsspiel, Adventure. Mit der Adventure Engine, die ist geupdatet auf dem Astro Arcade. So, So, was sind denn die optimalen Einstellungen für Adventure? Ich glaube, wir hatten schon mal welche. Spiellänge und Tiefe, Zugänglichkeit, Innovation, Story, Charakterdesign. So vielleicht? Ist only Adventure, ja. So. Ist erlaubt? Ja, immer rein damit. Kürzlich 30, 50, 50 sollten es sein. Okay, so weit bin ich dann gar nicht weg. Mal gucken. Alle geeigneten Features für Adventures. Und die Plattform ist eine andere, aber das ist, spielt keine Rolle. Die Engine sollte trotzdem funktionieren. Sein Hauptthema gewählt werden. Oh, was haben wir gerade? Früchte ist im Trend. Ein Früchte-Adventure. Let's go. Oh. Okay.
Es wurde noch keine Marktforschung durchgeführt. Starte eine Marktforschung, um zu erfahren, welches Genre demnächst im Trend sein wird. Oh ja. Ich kann für das Spiel noch gar kein Dings machen, ne? Das kann ich erst, wenn es fertig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, wenn ich Auftragsarbeiten habe. Beta und Vorabversion? Warte mal, habe ich gar nicht gesehen. Spezialmarketing? Nee. Nicht bei Spielen, die Auftragsarbeiten sind. Also zumindest wirkt es so, dass ich das da nicht könnte. Ja. Game Tester. Haben wir jemanden? Ja. Forschung, Features. Die Bugs müssen noch weg, Digga. Okay. Kann das sein, dass das nicht die richtigen Hebel waren oder was? Vielleicht ist es auch einfach nicht. Digga, was? Alter, ich darf da nicht so viel Kraft reinsetzen in diese Auftragsarbeiten. Ich habe übelst miese gemacht. Was habe ich denn noch für Auftragsarbeiten, wo ich nicht so viel machen muss? Mindestwertung 10%. Digga, was? Ja. Fruchtstrategiespiel. ja. Sprachen machen wir, aber naja. Das ist schon wieder zu viel, oder? So.
Ich mache da gar nicht so viel dran. Ich back das, ich fixe das auch nicht. Ich push das raus direkt. Weil damit sollten wir Profit machen. Ich sage einfach tschüss. Prozent muss das bekommen, übrigens. 10%. Das wird jetzt so eine Days Gone Nummer. Wird gut. Besser als das letzte Spiel, lol! 70 Riesen gewinnen. Easy. Einfach für mich. Einfach für mich auch. So, wir müssen ein neues Spiel rausbringen. Es hilft nicht. Es muss eine Fortsetzung von Super Fruit Cars geben. Auf dem Computer. Super Cool Fruit Cars 2. Es geht um Früchte, es geht um Rennen, es geht um... Es ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Es wird ein Action-Rennspiel. Zielgruppe ist alle. Das brauchen wir. Oh, ich glaube, wir müssen die Engine nochmal updaten. Warte mal. Ich habe mich neue Dings drin. Wo haben wir denn noch Marktanteil drin? Ist alles weg. Wir ballern es auf die Katari. PC unten links. Aber der war doch nicht... Personal Computer, Marktanteil. Ah, ja, gut, na gut. Wir machen das für den Personal Computer auch noch. Aber wir entwickeln es für das Katari. Das kommt dann nur auf den Personal Computer. Machen die Lizenz mal ein bisschen teurer. So, und jetzt Spiel entwickeln. Fortsetzung von Super Fruit Cars auf Computer und Konsole. Super Cool Fruit Cars 2 mit einem Untergenre Action. Bin ich ein schlechter Game Designer? Ja, wir nehmen einen anderen Game Designer, der ist krasser. Als Lightning Designer rein. So. Main-Plattform, Katari. Zweitplattform, Personal Computer. Drittplattform, Teppel. Plattform ist internetfähig. Ah ja, guck mal an, du. So. Sprachen alle aktivieren. Moderne Blockgrafik ist jetzt neu. Kopierschutz ist da. So, Racing kennen wir. Alle passenden Features aktivieren. Puh.
So, und dann mache ich gleich Vorabversion, wenn wir bei... Oh, Super Fruit Cars hat 1 Million eingespielt. Wenn wir so bei 60% sind, mache ich so Vorabversion. Die sollte ich jetzt haben, oder? Was kann ich denn da... Warte mal, kann ich irgendwas machen? Spezialmarketing? Ja, Demo. Vorabversion für die Presse, sowas. Ja? So, jetzt. Vorabversion für die Presse. Gehen wir es mal raus. Ich habe das Büro schon gekauft, ich benutze es nur noch nicht. Natürlich wen feuern. Mach das jetzt fertig hier! So ein Ding ist das. Okay. Und eine Demo. Beta-Demo. Öffentlichen. Oh! Ich hab alles, überall wird's gelobt, Digga. Oh mein Gott, die Bugs. Oh mein Gott. Entwicklung fortsetzen. Wir müssen die Bugs wegkriegen. Alter Schwede. Das Ding kommt ansonsten raus wie Fallout 4. Ach du Scheiße. So, Marketing für Supercrew 2. Wir machen mal Radio-Marketing. Nintendo. Publisher des Jahres, okay. Neue Forschung verfügbar, Simulation. Oh, jetzt wird's wild. Simulation, wir können, jetzt kommen wir zu unserem Steckenpferd. Und das weiß ich gar nicht, ob das unser Steckenpferd ist, aber ich glaube, das war krass. Alter, die Bugs. Naja, die Bilder hinter mir sind auch von Display. Das sind Lumino-Displays. Die sind aber unverschämt teuer. 1000 Gameplay-Punkte. Digga, das Spiel wird eine Sensation. Warte mal. Chat, wir haben wieder Weihnachten. Wir hauen's raus. Entwicklung abschließen, Publisher suchen. Ist ein Racing-Game. Wir haben hier SMK. Ja. Fanbase Racing. Let's go. Ja. Aha. Ja. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und jetzt Add-on. Kostenloses Update. Super Fruit Car Racer 2. Gibt's noch mal ein bisschen neue Mucke und so und wir pushen das rein und kümmern uns im Nachhinein rum. Sehr gut.
Marketing, Spiel, Radio. Wir wiederholen das erst. Wir wiederholen mal die 50 Riesen. Mal gucken, wie lange wir das kriegen. Ohne dass ich komplett durchdrehe. Achso, er wartet, bis der Hype gesunken ist. Spielbericht. Wo ist das? Super Fruit Card 2. Update ist draußen. Keine Sachen. Ja, wir haben schon so viel Hype. Let's go. So, Spielbericht ansehen. Also Zielgruppe alle ist richtig. Guck mal. Story war richtig. Charakter und Leveldesign waren nicht richtig. Spiellänge war nicht richtig, Zugänglichkeit war nicht richtig. Passendes Schubräne für Rennspiel, Action und Simulation. Höhere Spiellänge. Okay, das muss nach oben, Zugänglichkeit muss nach unten. Das ist für Rennspiele Spiellänge hoch und Zugänglichkeit runter. Der Rest stimmt. Alright. Wir pushen trotzdem noch mal ein Update hinterher. Mhm. Sportspiel. Ja, wir gucken mal, was so der nächste Trend ist. Marketingumfrage macht eine gute Sache. Marktforschung, schauen wir mal. Oh, wow. Jetzt gibt's Cash. Wir können jetzt schon mal ein kostenpflichtiges Upgrade machen. So, das ist, warte mal, das wurde nicht korrigiert. Ich mach die Nummer fertig. 4 Wochen später erstes DLC. Also soll mir niemand vorwerfen. Leveldesign ist auch neu. Es soll mir niemand vorwerfen, dass ich Content zurückgehalten habe, nur um das im DLC zu verarbeiten. Ich mach mal den Merch neu. Warte mal, abbrechen. Fanshop, IPs. Ach, das haben wir schon drin, ne? Das ist schon drin. Wir verkaufen für alle. Okay.